Bulle Powered, der Handball-Podcast der MT Melsungen. Powered by Irima Sportswear since 1900. So, willkommen zur zweiten Ausgabe der neuen Saison. Insgesamt ist es die 21. Folge vom Fulle Power Podcast, präsentiert von Irima. Ich freue mich, dass wir einen der Neuzugänge gleich zu Beginn der Saison hier bei uns haben. Und Dimitri Ignatow, selbst sowas wie ein halber Neuzugang nach seiner Rückkehr aus Essen, der stellt uns den heutigen Gast mal vor. Ein ganz feiner Kerl. Wir sind sehr überrascht, wie gleich wir doch sind bei manchen Sachen, hören die gleiche Musik. Welche? Viel Deutschrap. Der hat da einen bekannten Rapper aus Österreich, den er kennt, den er gerne hört. Auch einfach ein witziger Typ, ganz viel selben Spaß, den wir verstehen, lachen sehr viel zusammen. Also ist ein feiner Kerl. Ja, und der feine Kerl sitzt jetzt neben mir. Herzlich willkommen, Ivan Martinovic. Ja, danke für die Einladung und für die schönen Worte von Dimi. Kannst du ihm selbst ausrichten dann, genau. Hat er dich einigermaßen gut beschrieben? Ja, kann man so sagen, ja. Okay, dein wievielter Podcast ist das? Ist nicht dein erster, haben wir eben schon drüber gesprochen. Nee, also in Hannover hatte ich zwei und das ist jetzt mein dritter. Und wie heißt der österreichische Deutschrapper, den du gerne im Auto hörst? Raf Camora. Okay. Ja. Also du hast gesagt, hast schon zwei Podcasts absolviert, dein dritter. Ich sag mal so, ich glaube, wir sind lieb zu allen, ja. Vor allem zu Neuzugängen. Ja? Okay. Ab dem zweiten Besuch werden wir ekliger. Ja, alles klar, ja? Merke ich mir. Heute müssen wir besonders lieb zu dir sein, denn ich glaube, die Niederlage gegen Hannover, die schmerzt noch so ein bisschen vom vergangenen Wochenende. Ja, die liegt schon noch im Magen, die tut auf jeden Fall noch weh, weil wir uns das anders vorgestellt haben. Erstens, weil wir eigentlich eine Heimserie starten wollten, also ungeschlagen zu bleiben. Das haben wir jetzt nicht geschafft. Jetzt haben wir uns auch unser Selbstvertrauen nicht aufbauen können. Das ist natürlich sehr schmerzhaft. Ja, wir müssen es versuchen, die schlechten Sachen, die wir da in dem Spiel gemacht haben, zu korrigieren und jetzt am Sonntag gegen Erlangen besser zu machen. Was dich ehrt, Ivan, du hast jetzt nicht einmal davon gesprochen, dass es für dich besonders wehgetan hat, weil du ja eben 3 Jahre in Hannover gespielt hast. Du hast die ganze Zeit jetzt von wir gesprochen. Das heißt, du bist schon komplett rot-weiß? Ja, ich bin Melsungen-Spieler. Ich bin jetzt da, wo ich bin. Also sehe ich mich auch als Melsungener, ja. Ja, großartig. Sehr schön. Trotzdem kommen wir nochmal zurück auf dein persönliches Empfinden beim Spiel gegen Hannover. Schmerzt es noch besonders, dass dein Nachfolger auf deiner Position, Branko Vujovic, muss man schon sagen, einer der entscheidenden Spieler war, 8 Tore gemacht. Ja, das war auch ein super Transfer von Hannover. Also der hat ja auch Champions League Erfahrung von Kielce. Ein unglaublicher Spieler. Also wir wussten, dass er ein unglaublich guter Spieler ist. Ich weiß nicht, die Saison war ja am Anfang verletzt. Ja, er war das erste Spiel. Genau, also wir waren uns auch nicht sicher, ob der jetzt 100% fit sein wird. Hat sich wohl echt gut bewiesen bei seinem ersten Spiel, muss man schon sagen. Wie du bei der MT auch, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, 16 Tore gemacht schon vor dem Hannoveraner Spiel. Jetzt sind noch ein paar hinzugekommen, auch wenn viele 7 Meter dabei waren. Der Start für dich persönlich ist okay, ja? Es geht immer besser. Ich bin eben ein ehrgeiziger Mensch. Mhm. Ich finde, ich habe auch noch einiges zu bieten, also mehr zu bieten. Ich habe auch noch einige Fehler gemacht, wo ich auch selber sehr kritisch bin und viel darüber nachdenke. Also von mir kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Oh, super, da freuen wir uns drauf. Und du hast auch persönlich ganz sicher noch viel zu bieten. Und weil wir dich persönlich in diesem Podcast natürlich auch noch besser kennenlernen wollen, versuchen wir das zum Beispiel hiermit. Was mich wirklich ärgert, ist... Was mich wirklich ärgert, ist, beziehungsweise sind Niederlagen. Mhm. Also, weil vor allem... Nach Spielen kann ich ja generell nicht gut schlafen, aber bei Niederlagen ist das irgendwie lange in meinem Kopf. Ich denke viel darüber nach, was wir bzw. ich auch hätte besser machen können, vor allem wenn es dann schlechte Spiele sind. Das ärgert mich natürlich sehr, sehr und liegt dann auch ein paar Tage im Magen, bis ich das verdaut habe. Echt? Kannst du abends dann ganz schlecht einschlafen, grundsätzlich nach Spielen und nach Niederlagen? Ja, grundsätzlich auch. Ich denke auch, weil mein Adrenalin noch da ist. Ich weiß nicht, weil ich generell viel über so Handball generell nachdenke und nach dem Spiel auch gerne noch einmal im Kopf alles visualisiere. Auch mit meinem Vater telefoniere ich ja nach jedem Spiel, seitdem ich in Deutschland bin, rufe ich ihn nach jedem Spiel an. Dann gehe ich das mit ihm noch einmal durch. Da kommt natürlich auch positive Kritik, sagen wir es mal so. Und ja, mit ihm mache ich das auch am liebsten nach dem Spiel. Ist er mehr Papa oder ist er objektiv und sagt ja auch, wenn's Mist war? Mein Papa war beides. Der kritisiert mich auch gerne,
Aber Lob ist natürlich auch dabei. Mein Vater, ich habe ja drei Geschwister, wir spielen ja alle Handball. Der guckt ja seit, ich weiß nicht wie lange Handball, seitdem wir 8, 9 sind. Das heißt, für mich ist mein Papa fast schon wie ein Trainer. Und ja, das schätze ich auch sehr und deswegen tut mir das auch gut, ihn nach den Spielen anzurufen. Ja, wir kommen noch auf deine Anfangsjahre zurück, auch auf deine Geburtsstadt Wien. Wenn ich dich jetzt eben gefragt habe, was ärgert dich, was freut dich denn, außer ein Lob vom Papa? Was mich freut, sind Siege natürlich, mit der Mannschaft im Kreis zu sein und zu feiern, dass wir gewonnen haben. Das sind natürlich schöne Momente oder einfach mit meinen Teamkollegen einfach Spaß zu haben, beziehungsweise auch mit meiner Freundin, die jetzt auch mit mir zusammen lebt in Kassel. Oder wenn ich dann endlich nach längerer Zeit meine Familie gesehen habe. Das tut meinem Herzen immer sehr gut. Also ich finde es schon mal gut, dass jetzt zumindest ganz am Ende auch Dinge zu Wort kommen, die nichts mit Handball zu tun haben. Weil 24/7 Handball wäre auch zu viel. Glaube ich auch. Ja. Wir versuchen dich noch ein bisschen besser, also den Menschen Ivan Martinovic, kennenzulernen. Und zwar hiermit. Zugespitzt, ja oder nein? Ja oder nein, also du bekommst von mir jetzt Thesen entgegen oder beziehungsweise hast immer zwei Auswahlmöglichkeiten, die du auswählen kannst. Also muss nicht ja oder nein sein, genau. Das erste ist der Klassiker Bayern oder Dortmund? Gibt's auch gar nicht so. Ich bin ja eigentlich in Wien geboren, deswegen ist ja bei mir eher so Rapid oder Austria Das Wien. Ist jetzt die nächste, Rapid oder okay. Austria, genau. Da sage ich mal Rapid und davor sage ich eben Dortmund. Okay, also super, hast du die zweite gleich mit beantwortet, weil jetzt kommen wir eben auf deine Geburtsstadt zurück und auf deine Kindheitsjahre, geboren am 6.1. in Wien. Hast dort auch Handball spielen gelernt bei den Fivers Margareten. Genau, ja. Bis in die erste Mannschaft dann letztlich, also bist grundsolide, ja, also in der Jugend dort gespielt, bis in die erste Mannschaft aufgestiegen, zweimal österreichischer Meister, dreimal Pokalsieger. Jetzt weiß ich gar nicht, ob man Kroaten das fragen darf, aber steckt mehr Ösi oder mehr Kroate in dir? Ich sag mal, es ist von beiden was in mir. Ich finde, das macht mich auch aus, dass ich irgendwie auch so die österreichische Handballschule, da wo alles angefangen hat, die haben mich auch zu einem super Spieler ausgebildet. Da habe ich auch sehr, sehr viel durchgemacht und dann eben in mir auch noch diese kroatische Mentalität in mir trage. Von daher denke ich, das ist eine sehr, sehr gute Kombination. So ganz leicht, so ganz, 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 ganz leicht höre ich manchmal so ein bisschen so einen österreichischen Dialekt raus. Steckt so ein bisschen Wiener Schmäh? Wiener Dialekt ist, freut mich natürlich, wenn man den noch ein bisschen hört. Ja, hört man. Ich versuche mich natürlich auch hier anzupassen. Vor allem in Hannover war jetzt auch so viel Hochdeutsch. Deswegen freut es mich, wenn ich jetzt wieder ein bisschen meinen Wiener Dialekt habe, weil ich ja jetzt vom Urlaub gekommen bin. Wie viele Sprachen sprichst du? Ja, Englisch, Deutsch, Kroatisch. Ich hatte 5 Jahre Französisch. Ist schon, ja, die 4 Sprachen. Sensationell. Und Österreichisch. Ja, Österreichisch. Dritte Frage. Lieber Urlaub an der kroatischen Adriaküste oder in den österreichischen Alpen? In Kroatien lieber. Okay. Mhm. Andreas Gabalier oder Helene Fischer? Andreas Gabalier. Ja, der Österreicher? Ja. Okay. Ja. Jetzt gibt es ja diesen Konflikt so ein bisschen zwischen Österreichern und Deutschen. Auf welcher Seite stehst du da? Oder machst du es dir dann einfach und sagst, da habe ich ja nichts mit zu tun, weil ich bin ja Kroate? Ich glaube, ich stelle mich zu der Seite der Österreicher natürlich. Ja, okay. Okay. Letzter Punkt. Assist oder lieber eigenes Tor? Eigenes Tor. Mhm. Ist das so der Hauptunterschied zwischen dir und Kai Häfner? Wir kommen gleich auch nochmal darauf zurück, wenn wir mit dem Trainer sprechen. Ist das der Hauptunterschied? Also Kai, der, ich sag mal, verkappte Spielmacher auf halb links außen, bei dem man eher das Gefühl hat, dass er im Zweifelsfall eher das Abspiel wählen würde und du suchst den Abschluss? Boah, also für mich ist Kai ein kompletter Spieler. Der kann genauso gut Tore schießen wie Assists machen. Der sieht das Spiel sehr gut. Ich muss auch sagen, dass ich mir gerne was von ihm auch abgucke im Training. Und der hilft mir auch ganz viel, vor allem jetzt am Anfang mit den neuen Spielzügen und wie das alles abläuft. Von daher finde ich, dass er beides sehr, sehr, sehr gut kann. Ah, okay. Spricht für eine super Harmonie, trotz ja, der Rivalität, die es ja auch braucht auf dieser Position. 143 Tore letzte Saison für dich in Hannover. Sprechen schon dafür, dass du den Torabschluss vor allem natürlich suchst. Und auch dein Trainer, jetzt kommen wir auf ihn zu sprechen, Roberto Garcia Parondo, schätzt deinen Zug zum Tor. Okay, he's a new player for us in Melsungen, but he knows Bundesliga very well. He has been playing
many years, so I think he's new, but let's say not a new player. From the first moment he joined very well the team. There are another Croatian guys who are with him the most of the time, but I have to say also with the rest of them is one player who fits perfectly in the team. We hope that he can help us a lot, like always for all the players, and I think I'm sure that he can do really good matches. He has a lot of quality. He's a good player, and he's the one of the players who has to help us to win matches. Sure, that's why he joined Melsungen. There's a big fight on this position between Ivan and Kai. So what's the differences between both? So maybe Kai, as to make it easier for everyone, it's like better player one against one, and also maybe in the two against two he has better skills than Ivan, and to make a difference between them, Ivan has like a better shoot from 9-10 meters. It has better possibilities than Kai, so as to make it easier and shorter, we could say that we have like a shooter even when Ivan is not a really really big guy, but he has a very powerful jump and shoot, and Kai so maybe can play better the one against one or the two against two. So Ivan, du hast ihn perfekt verstanden. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, sprichst unter anderem auch perfekt Englisch. Ich fasse es jetzt mal grob zusammen. Also Roberto sagt, Ivan, also du bist ein neuer Spieler, kennst die Bundesliga aber natürlich aus dem FF, bist daher zwar ein neuer für Melsung, aber nicht wirklich ein neuer Spieler, weil du die Bundesliga eben so gut kennst. Dann sagt er, du hast dich vom ersten Moment super integriert in die Mannschaft. Wir hoffen, dass du hilfst, wie alle anderen Spieler, Spiele zu gewinnen. Und du hast die Qualitäten. Und deswegen hat man dich geholt, weil du einer der Spieler bist, die man eben braucht, um Spiele, um Matches zu gewinnen. Auf die Frage, was dich und Kai unterscheidet, wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, sagt er, vielleicht ist Kai der bessere 1-gegen-1 oder 2-gegen-2 Spieler. Aber Ivan ist natürlich der bessere Shooter, so aus 9 und 11 Metern, worüber wir eben schon gesprochen haben, was auch die Abschlüsse angeht. Er sagt, du bist zwar nicht der Allergrößte von der Körpergröße her, aber du hast einen unglaublich starken Wurf und vor allem eine unfassbar gute Sprungkraft. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig zusammengefasst. Bist du zufrieden so mit der Einschätzung von Roberto? Ja, ich freue mich auch, so nette Worte zu hören über uns. Ich finde, wir sind auch ein gutes Duo. Ich finde, das passt auch gut, wenn wir jetzt nicht identische Spielstile haben. Wenn es bei mir nicht läuft, dann läuft es hoffentlich bei Kai oder umgekehrt. Am besten, wenn es bei beiden läuft. Deswegen finde ich, dass wir zwei auch gut zusammenpassen auf Rückraum rechts. Wir müssen aber dazu sagen, ihr kommt zwar beide aus Hannover zur MT, aber ihr kennt euch nicht, weil du bist der Nachfolger von Kai gewesen. Mhm. Ja, genau. Ich bin dann quasi für Kai nach Hannover gekommen. 2019? Genau, ja. Natürlich hatte ich auch dort einen riesen Druck für mich persönlich, weil Kai ja, wenn nicht sogar der beste Spieler bei Hannover da war, er hat immer die meisten Tore und Assists gemacht. Ich habe es versucht, ihm nachzumachen und hoffentlich ist mir das auch gelungen. Ja, auch letztes Jahr nach Julius Kühn der zweitbeste Schütze bei der MT gewesen. Und natürlich habe ich auch Kai mal gefragt, ja, was eure Rivalität um den Kampf um diese eine Position angeht. Ich glaube, so eine Saison ist so lange, da hast du in den letzten Jahren immer gesehen, dass du jeden Mann brauchst. Das wird, glaube ich, auch dieses Jahr so sein. Natürlich wird jeder da spielen wollen, das gehört aber auch dazu. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass der Terminplan so eng gestrickt ist, dass jeder auf seine Kosten kommt. Trotzdem will man natürlich spielen, ja. Jetzt haben wir gehört, also das hast du jetzt auch mehrfach schon betont, die Harmonie zwischen euch, die stimmt, die passt. Und wir haben jetzt Kai gehört, der sagt, okay, komm, die Spielzeit ist so lang, da bekommt natürlich jeder seine Einsatzzeiten. Das sind natürlich tolle Worte, aber ich glaube, jeder von euch will auch in jedem Spiel eigentlich so viel Spielzeit wie möglich haben. Bist du ein Typ, der teilen kann oder sagst du, ach komm, hier eigentlich Trainer bin ich bereit von der ersten bis zur 60. Ja, eigentlich bin ich für beides offen. Also wenn es bei einem läuft, dann gebe ich natürlich ihm die Chance, dass er jetzt ins Spiel startet. Ich denke, bei der Vorbereitung war das abwechselnd. Einmal hat Kai begonnen, einmal ich, damit der Trainer uns beiden mal die Chance gibt, ins Spiel zu starten. Und jetzt gucken wir einfach, wie das Spiel läuft, wie die Trainings laufen. Ich denke, wir haben gegenseitig einen großen Respekt und wir schätzen natürlich auch beide, wenn es jetzt bei einem besser läuft oder nicht. Deswegen
passt das eigentlich ganz gut für uns. Okay, das klingt super und davon profitieren wir ja auch alle, als Fans, als Beobachter rund um die MT-Melsung. Und letztlich hat sich die MT ja auch eben dafür entschieden, jede Position, ja, kann man jetzt dieses Jahr wirklich schon sagen, doppelt stark zu besetzen. Ist ja nicht die einzige Position, die mit zwei so starken Leuten besetzt ist. Also du merkst, wir sind schon mittendrin in deiner neuen Rolle hier bei der MT. Nimm uns mal mit, was sind so deine ersten Eindrücke vom Verein, von der Stadt? Du wohnst in Kassel mit deiner Freundin zusammen. Ja, was sind so die ersten Eindrücke? Ja, ich wurde erstens einmal sehr, sehr toll aufgenommen von der Mannschaft. Also vom ersten Tag an hat da eigentlich die Chemie zwischen uns allen zusammengepasst. Neue müssen so einen Einstand geben, oder? War das bei dir auch so? Ja, also ich habe die Mannschaft mit Dimi und Mandic haben wir sie auf ein Balkanessen eingeladen, also Cevapcici in die Kabine mitgenommen und quasi den Anstand gefeiert. Sonst, ja, ich habe ja auch ein paar gekannt, so ein bisschen, was du sagst, ist ja auch mein fünftes Jahr in der Bundesliga. Ich habe mit Timo zusammengespielt. Ich habe mit Julius auch immer ab und zu ein bisschen mit Kai gesprochen, so wenn wir gegeneinander noch gespielt haben. Jetzt sind natürlich auch Mandic gekommen, mit Pavlovic kannte ich auch, mit Simic, die Balkan-Gang, mit denen, also gefühlt redet man auch in der ganzen Liga, alle Balkans sind irgendwie gut miteinander. Ja, von daher alles super. Ich habe eine tolle Wohnung von Heinefeld, habe ich die übernommen. Meine Freundin ist jetzt mit eingezogen, die macht jetzt hier ihren Master. Von daher bin ich sehr, sehr glücklich. Also im vorderen Westen zu Hause ist auch so eine Kneipen- und Restaurantgegend in Kassel. Hast du schon ein Lieblingsrestaurant gefunden im vorderen Westen? Ich bin jetzt ehrlich gesagt noch auf der Suche nach meinem Lieblingsrestaurant. Mhm. Aber für meine Freundin und für mich ist eher so, in welches Kaffeehaus wir gehen, wichtiger. Also, da kommt der Wiener wieder durch. Genau, ne? Wiener Melange. Ja, genau. Also fünf Sprachen hast du gesagt, sprichst du, eigentlich kommt eine sechste jetzt noch hinzu. Hast du das schon so ein Gespür für bekommen, ein Gehör für bekommen? Das Nordhessische ist etwas eigenes Deutsch. Also du hast ja in Hannover gesagt, da hast du Hochdeutsch natürlich. Genau, ja. Sagt man ja, Hannover ist so die Ecke, wo, also Hochdeutscher geht's gar nicht. Das ist hier nicht so der Fall. Okay. Hast du das schon mitbekommen? Wahrscheinlich unbewusst. Also ich gebe dir mal was zum Beispiel mit auf den Weg. Ich krichte Platze. Was, hast du eine Ahnung, was das heißen könnte, wenn der Nordhesse sagt, ich krichte Platze? Kann man. Klar. Ja. Also ich hoffe, du kriegst es nicht oft zu hören, vor allem nach Spielen nicht, denn ich krichte Platze heißt, ich werde wahnsinnig, ich werde verrückt, ist nichts Gutes. Okay, merke ich mir. Ja, genau. Also wollen wir hoffen, dass die wenigsten Leute eine Platze kriegen nach Spielen. Ja. Ich weiß, du hast schon eine Fahrgemeinschaft gefunden, vom Training oder zum Training. Fährst oft mit Dimi und mit Timo und Ben Beckmann zum Training, haben sie mir zumindest gesagt. Und letzterer, Ben Beckmann, erzählt uns, ja, wie es so ist mit dir im Auto. Genau, meine Freundin wohnt in Kassel und ich bin das ein oder andere Mal mit Dimi und Ivan nach Kassel gefahren. Dimi und Ivan sind beide, also Ivan auch, sind wahrscheinlich mit das Bindeglied zwischen Team Alt und Team Jung. Wir verstehen uns super. Ist immer für den Spaß zu haben. Auch immer ein Lacher im Training, also echt ein super Typ, der Ivan. Okay, und ist er denn ein guter Autofahrer? Natürlich, also bisher kein Unfall gebaut, alles überstanden und die Fahrten waren auch immer witzig, viel gelacht. Was hört er für Musik im Auto? Oh, das ist unterschiedlich. Also gestern war es mehr Deutsch, Deutschrap, Pop, sowas. Ja, also ganz angenehm. Ja, muss ja nicht unbedingt die Jugo-Ecke sein. Er ist in Österreich geboren, es könnte also auch was, was Alpenländisches sein, war aber nicht. Nein, es war mehr Deutsch in die Richtung. Du hast gesagt, er ist das Bindeglied zwischen den Alten und den Neuen. Was ist denn das insgesamt jetzt für euch für ein Gefühl, für die Youngster, sage ich mal? So viele neue Gesichter und unter anderem ja auch absolute Topstars darunter. Ja, natürlich ist das für uns überragend. Wir lernen Spieler kennen, die wir sonst noch aus dem Fernsehen kennen. Siehe Casado oder Ivan jetzt auch, letzte Saison mit in Hannover gewesen, ihn schon da gesehen. Und dann denkt man sich halt, gut, letztes Jahr hat er gegen uns 8 Tore gemacht, ne? Und jetzt spielst du mit ihm zusammen und dann lernt man ihn halt kennen und das ist ein mega netter Mensch. So, ne, das weiß man vorher nicht, aber es ist immer wieder überraschend, was man da für Leute kennenlernt, wie sie drauf sind. Ist schon ganz cool. Ja, also Ben Beckmann, tolle Worte von ihm. Ist dir das eigentlich bewusst, dass du bist ja auch erst 24, darf man sagen. Von daher fast schon komisch, dass er sagt, du bist das Bindeglied zwischen den Jungen und Alten. Das weißt du eigentlich mit 24, du gehörst nicht mehr zu den Jüngsten. Ja. Naja, echt sehr, sehr schöne Worte.
Ja, weil er meinte Bindeglied. Ich denke, für mich ist es wichtig, mich mit jedem Spieler gut zu verstehen, und ich gehe auch gerne auf alle hinzu, um zu wissen, wie es denen geht, und ich spreche auch gerne mit allen. Ich bin ein positiver Mensch. Ich versuche, viele Lachen zu bringen. Ich versuche, auch ein bisschen Spaß im Training mit einzubeziehen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, und deswegen freue ich mich auch, dass das Ben auch merkt und dass er das so schön gesagt hat. Ja, weil ich sag mal, das ist ja, du bist einer der Superstars, wenn du auch erst 24 bist, aber das erinnert dich ja vielleicht auch noch an deine eigene Zeit zurück, wenn du jetzt eben auf die Jüngeren zugehst und sie versuchst mitzunehmen, weil du eben weißt, dass man auch Leute braucht, die einem das Gefühl geben, eben dazuzugehören. Ist es dir deswegen auch wichtig, dass du so Leute wie Ben und Dimi jetzt eben sofort mitnimmst, integrierst? Ja, auch, aber auch weil ich so ein Mensch bin, ich wurde so aufgezogen. Also ich habe dir gerade gesagt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, mit jedem gut zu sein. Also ich könnte mit jedem Spieler auf ein Café gehen, mit dem sprechen, das wird mir natürlich auch uns gegenseitig helfen. Ich respektiere alle. Ich denke, das ist auch, hat was auch damit zu tun, dass man irgendwie sehr diszipliniert ist. Das gehört einfach dazu, und ja. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, wo siehst du dich von der Hierarchie in deinem Team? Ist sowas wie Hierarchie eher wo du abschreckst, wo du denkst, braucht es eigentlich nicht, weil irgendwie alle gleich Hierarchie berechtigt sind? Schwer zu sagen. Ich würde eher sagen, dass jeder so, oder beziehungsweise jeder, man hat halt seine Rolle im Team. Mhm. Jeder hat seine bestimmte Rolle, und die soll er am bestmöglichen irgendwie ausüben. In meiner Rolle ist ich irgendwie, finde ich irgendwie diesen, dass man positiv ist, dass man nicht aufgibt, ehrgeizig bleibt, alle zu pushen, im Training Kommunikation machen, in der Abwehr reden, im Angriff. So sehe ich irgendwie meine Rolle, und dann eben beim Spiel auch das Gleiche eben mit Toren werfen, mit Assists, einfach immer das Beste zu geben. Und am Anfang habe ich dir auch gesagt, es geht immer mehr, und das ist eben auch das, was ich vor Augen habe. Großartig. Und ich glaube, das ist eine Charaktereigenschaft, die der MT vielleicht ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt hat. Also dieses Positive, dieses Pushen. Auch nicht so sehr daran denken, was in den letzten Jahren alles nicht funktioniert hat, sondern das, was jetzt funktionieren soll. Ja. Mhm. Grüße. Super. Wir hören einen weiteren eurer Fahrgemeinschaft, nämlich Dimitri Ignatow. Ein ganz feiner Kerl. Wir sind sehr überrascht, wie gleich wir doch sind bei manchen Sachen. Hören die gleiche Musik. Welche? Viel Deutschrap, der hat da einen bekannten Rapper aus Österreich, den er kennt, den er gerne hört, und für mich ist das auch ganz gut und auch einfach ein witziger Typ, ganz viel selben Spaß, den wir verstehen, lachen sehr viel zusammen, also ist ein feiner Kerl. Ja, wir haben von Ben Begmann schon gehört, er ist ein guter Autofahrer, Ivan Martinovic, bringt euch also sicher von hier aus nach Kassel zurück. Wie bist du zufrieden mit ihm bislang als deinem Anspieler auf halb rechts? Sehr zufrieden, klar, man beschwert sich, glaube ich, als Außen immer ein bisschen mehr, dass man gerne mehr Pässe haben möchte, aber das Gute bei ihm ist, der hört sich das mal an. Wenn man mal vielleicht einen Tipp hat oder so und sagt, komm mal, achte mal auf die Aktion, dann kannst du vielleicht mal nach außen spielen, hört er sich an und versucht das auch umzusetzen. Wir reden auch viel nach dem Training, mal über ein paar Situationen oder jetzt nach dem Spiel, also der ist da sehr gesprächig. Der Unterschied zwischen Kai und Ivan ist aber, glaube ich, genau das. Kai ist, haben wir eben auch vom Trainer gehört, jetzt eher der Anspieler. Ja, also und Ivan ist der Shooter. Das heißt, auf rechts außen kann ich mir vorstellen, dass du manchmal denkst, oh nee, muss er denn jetzt aus 10 Metern schon schießen? Zum Glück noch nicht. Also wir hatten ja nicht so viele Testspiele oder jetzt die Saison ist frisch, deswegen habe ich das noch nicht gehabt. Aber es fällt schon auf, dass der Ivan sehr gerne zur Mitte geht, zum Werfen. Das ist aber auch seine Stärke. Warum soll er es denn ändern? Und bei Kai kriegt man schon öfters mit, dass er mit seinem Auge mal ein bisschen nach außen guckt. Und da ist auf jeden Fall immer Achtung angesagt, um den Ball auch zu fangen, wenn er kommt. Wir wünschen dir viele gute Anspiele von Ivan. Dankeschön. Ivan, das ist wahrscheinlich für einen halben im Rückraum nichts Neues. Also den Vorwurf der Außen, die fühlen sich immer benachteiligt. Ja? Die wollen immer mehr Pässe haben. Da muss man sich mal in deren Lage versetzen. Ich verstehe, das hat er auch alles sehr schön gesagt. Natürlich sollte ich ein bisschen auch mehr auf die Außen gucken oder auch auf die Kreis, finde ich, mit den Anspielen. Das habe ich eben gemeint auch, dass ich mir von Kai ein bisschen was angucke, weil er irgendwie alle Spieler sieht. Und ja, sonst mit Dimi war das echt Liebe auf den ersten Blick.
Sehr schön. Und wenn ihr noch mehr, ja, in Anführungszeichen über den Frust von außen erfahren wollt, dann schlage ich euch mal den Podcast mit Michael Allendorf vor, der uns im letzten Jahr mal erklärt hat, dass Julius Kühn, der ja sein Anspieler auf der halblinken Position ist, beim Videostudium teilweise erst festgestellt hat, dass links neben ihm noch jemand steht. Ja, also das ist aber der normale Frust, glaube ich, eines Außen. Lass uns noch ein bisschen über die aktuelle Situation sprechen. Steht zwar nicht im Vordergrund hier im Podcast. Saisonstart bei den Löwen war Mist, sind wir uns einig. Deutliche Steigerung dann gegen den HSV zu Hause, ohne allerdings die Konstanz gezeigt zu haben. Eine der Schwächen der Melsunger auch in den letzten Jahren schon. Ich fand, das beste Spiel bislang war das in Lemgo, auch wenn es in Anführungszeichen zwar nur ein Unentschieden war, aber da hat eine Menge funktioniert, sowohl vorn als auch hinten. Okay, und jetzt natürlich dann das letzte Spiel wieder zu Hause gegen Hannover, der kleine Rückschlag. Wie fasst du euren Saisonstart jetzt über die 4 Spiele zusammen? Ja, ehrlich gesagt, nicht gut. Ich habe mir das auf jeden Fall anders vorgestellt, mit mindestens 2 Siegen. Also eigentlich mindestens 3 hätte ich schon im Kopf gehabt. Ja, ich finde auch, dass wir gegen Lemgo eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben, nur eben so das gewisse Etwas gefehlt hat. Ich weiß nicht, wir spielen lange gut Abwehr und kriegen dann im Zeitspiel 4-5 Mal das Tor, was wir nicht kriegen dürfen. Wir machen dumme Fehler, wo wir dann Zeitstrafen kriegen. Das nutzt dann der Gegner immer wieder aus, so wie gegen Hamburg, diese kleine Phase, wo wir viel zu viele Fehler gemacht haben und meiner Meinung nach auch in den 4 Spielen eine schlechte Wurfquote haben. Das müssen wir auch unbedingt verbessern. Und ja, von daher sehe ich, dass wir jetzt keinen guten Start hatten und das schleunigst ändern sollen. Ja, und nicht nur eine verbesserungsfähige Wurfquote, die technischen Fehler sind, glaube ich, auch viel zu viele. 48 jetzt, glaube ich, in 4 Spielen. Ja, auf jeden Fall viel zu viel. Natürlich sind wir quasi ein neues Team mit 8-9 Spielern. Wir hatten trotzdem genug Zeit in der Vorbereitung. Wir haben auch sehr, sehr viel Handball trainiert. Eigentlich darf sowas gar nicht passieren. Du hast mir beim Media Day gesagt, den Ton haben wir auch im letzten Podcast mit Ayan Hähn gespielt. Dein Ziel hier mit und bei der MT sind die Top 5. Bleibt es dabei? Ja, die internationalen Plätze, das ist ein Ziel von mir immer. Also ich will natürlich immer oben stehen. Das ist noch immer das Ziel. Die Saison ist noch sehr lange. Wir haben erst 4 Spiele hinter uns. Ich denke, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir uns wirklich noch ein bisschen besser kennen. Dieses blinde Verständnis, bis wir das bekommen, dann werden weniger technische Fehler passieren, dann steigt das Selbstvertrauen, dann gehen die Bälle auch mal rein, dann haben wir auch mal das gewisse Glück und dann wird das schon besser laufen. Super. Traditionell hier im Podcast versuchen wir auch immer die MT-Fans mit einzubinden, die auch gerne mal Fragen stellen, so abseits vom Handball. Und das ist auch heute der Fall in dieser Kategorie. Das wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage. Hallo, mein Name ist Svenja. Ich bin bei den MT Trommlern. Ich würde gerne wissen, ob du irgendwelche sozialen Projekte unterstützt oder dich für irgendwas in deiner Freizeit engagierst. Leider nicht. In meiner Freizeit, ich bin erst seit kurzem Student geworden. Ich studiere jetzt Sportmanagement. Sonst verbringe ich sehr viel Zeit mit meiner Freundin oder ich höre mich viel mit meiner Familie. Okay, also ist ja noch Potenzial. Kannst du noch was aussuchen, was du vielleicht sozial unterstützt. Aber es ist ja nett, dass die Fans auch nach sowas fragen, ja? Was ist der erste Eindruck von den eigenen Fans? Du warst ja im Schlossgarten hier schon bei der Mannschaftsvorstellung. Hast du sie jetzt auch bei den ersten beiden Heimspielen erlebt? Ja, sehr cool. Sehr coole Atmosphäre immer. Jetzt auch gegen Hannover, wo wir dann zurückgekommen sind, hat dann die Halle schon gebebt. Es war ganz schön laut. Das gefällt mir. Das pusht uns natürlich alle Spieler. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und wir werden auf jeden Fall uns auch steigern, damit die Fans auch wieder mit sich über Punkte freuen können. Ja, wir nehmen dich beim Wort. Das freut uns. Ivan, tausend Dank, dass du hier warst. Wir wünschen dir noch viele erfolgreiche Jahre bei der MT. Aktuell läuft der Vertrag erstmal bis 2024, aber Option ja durchaus vielleicht gegeben, wenn du dich jetzt im vorderen Westen schon so wohlfühlst, auf mehr. Ja? Ja, mal sehen. Genieß die Fahrgemeinschaft weiter mit Ben, Dimi und Timo samt österreichischem Deutschrap oder was auch immer. Und bleib vor allem so freundlich und sympathisch, wie du bist. Ja? Werde ich. Dankeschön. Sehr schön. Das letzte Wort hier im Podcast hat immer der Gast. Das gilt auch heute. Deswegen sage ich schon mal Tschüss. Mein
Mein Name ist Patrick Schumacher. Wir hören uns wieder im Fulle Power Livestream und Radio. Wir übertragen euch ja jedes MT-Heimspiel mit allen Emotionen live und kostenlos aus der Rotenbachhalle. Nächstes Heimspiel ist dann gegen Berlin am 2.10. Einfach reinklicken auf den MT-YouTube- und Facebook-Kanälen. Den nächsten Fulle Power Podcast, den gibt's dann wieder hier im Oktober. Mein Tipp, abonniert ihn einfach, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr dürft uns gerne auch eine positive Bewertung dalassen, also einfach auf alle Sterne oder alle Daumen klicken, je nach Podcast-Anbieter. Dann passt das. So, und jetzt machen wir es wie immer. Ganz am Ende halte ich die Klappe für das hier. Das letzte Wort. Ja, mein letztes Wort ist ein Zitat von meinem sportlichen Vorbild, LeBron James. Ich bin auch ein großer Basketballfan. Es lautet Strive for Greatness, also strebe nach Größerem. Und so sehe ich mich auch selber. Ich bin ein ehrgeiziger Mensch. Ich will immer mehr. Ich will zeigen, dass ich immer besser spielen kann. Und ja, das ist mein letztes Wort. Fulle Power, der Handball-Podcast der MT Melsungen. Powered by Irima Sportswear since 1900.